So, und da bin ich ja schon wieder zurück. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder noch die Ein- bzw. Ausgang haben. Genommen haben werden tun. Ich denke aber mal schon. Denne. Warte, nein. Falsch. Ich weiß, ich kann jetzt nicht. Ich wollte es aber trotzdem ausprobieren. So. Hier sind wir richtig. Jo. Hier müssen wir lang. Denn hier gibt es das letzte, ich meine das letzte Mana-Ding. Denn, wie gesagt, wir haben jetzt einmal bei mich hier, wo wir mit dem Soul Reaver ran mussten, bei Sephon über dem Gitter in der Menschenstadt. Wo wir es dann ja wo wir in diesem einen Gebäude lang mussten. Und hier hatten wir es jetzt einmal. Nee, dann fehlt doch noch mal einmal, oder? Nee. Raziels Clangebiet hatten wir. Raabs Clangebiet hatten wir jetzt. Menschenstadt. Mechia. Und bei Sephon. Doch, 5. Wir haben die jetzt hier alle vollständig. Fehlt jetzt aber noch durch 2 Glyphen. Fehlt die Energie. Und das war jetzt hier das letzte quasi. Und dann noch 2 Glyphen, oder? Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall 5 von 5. Dann jetzt einmal hier hoch. Hier hin. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Lebensding. So. Ja, ich weiß. Erstmal wieder hier den ganzen Weg entlang. Muss er dahin? Okay, Pechchen. Aua. Ja, diesmal konnte ich ihn nicht wegschießen. Well. Ich bin einfach zu unfähig dafür. Einfach zu unfähig. Oh, wir haben wieder ein... Oh, nee. Wir hatten keinen Soundpack, weil der da...
Weiß gar nicht. Doch. Ah. Stimmt. Und jetzt geht hier das Wasser raus. In einem Sog. Lassen wir erstmal hier das Rasi. Hier einmal das Wasser ab. Oh, und hier ist auch schon das Lebensteil. Yo. Und wir haben es komplett vollständig. Mehr gibt es nicht. Vollständiges Leben. Gibt's hier nur die Dinger. Gut. Dann beende ich jetzt hier komplett den Part. Das war ja jetzt nur nochmal reingeschnitten. Und wir sehen uns dann für die letzten beiden Glyphen wieder. Und ja, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soriva. Und zu dem letzten Secret Video. Denn heute machen wir die letzten zwei Glyphen. Und wir fangen mit der schlimmsten Glyphe an. Die, die am längsten dauert. Die andere befindet sich hier drin. Die hätte ich zwar beim letzten, an einem anderen Mal mal machen können. Da ich das aber nicht mehr wusste genau, wo die war. Ich jetzt allerdings wieder weiß, ja. Das ist die einzige, die noch übrig bleibt hiernach. Weiter lang. Und zwar kommen wir jetzt zu einer interessanten Glyphe. Zu einem Gebiet, was leider auch nicht mehr direkt ins Hauptspiel geschafft hat. Was allerdings sehr interessant geworden wäre, wenn man es reingepackt hätte. Ich werde mir ganz kurz mal meine Laugencracker hier aufmachen. Die sind wieder verschließbar. Okay, wenn einfach wieder verschließbar ist, dann kriege ich das garantiert nicht auf. Wie soll man sie oben öffnen, wenn oben gar kein... Ach du Vorne. Ich und etwas irgendwo öffnen. Okay, es war auf jeden Fall mal wieder verschließbar. Ich bin auf jeden Fall lecker. Ja, mal einen hin. So. Hallo, Rasi. So. Wir sind endlich hier raus. Ja, die Kräcker sind lecker. Hm? Sehr lecker. So. Nun muss ich, glaube ich, da hoch. Nee. Boom. In diesem Gebiet kann man echt Wetten auf mich abschließen, wann ich es rausgefunden habe. Nein, da geht's auf jeden Fall nicht lang. Da auch nicht. Genau das meine ich. Ich bin schon blöd hierfür.
Oh, 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 oh. Wer sich das hier ausgedacht hat, muss echt ein Stratege gewesen sein. Das waren die Katzen, glaube ich, die hier wieder Terror machen. Sogar einen eigenen Soundtrack für. Wo muss ich hin? Da. Hilfe! Sehr schön. Muss man hier lang? Dach. Ich weiß es gerade nicht, deswegen. Ja, das Rätsel war sie am wenigsten den Krieger. Ich hasse es. Okay, ja, da muss das rein. Was auch immer wir zu tun haben. Okay, das war das Ding hier. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das heißt aber nichts. Da muss was für schon gedingselt werden, glaube ich. Weil das nicht so bleibt. Das heißt, es gibt hier irgendwo. Well. Ich werde mal ganz kurz. Gibt es hier irgendwo einen Speer? Nein? Ich meine, hier gab es irgendwo oben eine Kiste. Mit dieser Kiste. Da ist diese Kiste. Was ist los?
Frage ist nur, das muss, glaube ich, angeschaltet werden. Dann müssen wir, glaube ich, ganz schnell, so glücks wie wir sind, reingemacht werden. Das müssten die Flammen hier anbleiben. Rein theoretisch. So. Mal kurz wissen. Irgendwie nur irgendwo einen Teleporter geben. Ach stimmt, darunter muss man. Ich glaube, das Teleporter war... Bin mir aber auch hier nicht sicher. Kann auch sein, dass das nicht hier war, sondern auf der anderen Seite. Yo. Oh Gott. Ja. Sorry. Wird nervig. Blöd, dass mal jemand erzählt. Ich, glaube ich, in jeder Folge. Das hier sind übrigens die Kinder unseres Bruders Duma, Turell. Dem wir bisher noch nicht begegnet sind. Well. Ich dachte gerade, ich laufe falsch. Oder fall runter. Ach, das war die Kacke. Ja. Hi. Sag mal. Willst du mich unbedingt ärgern? So viel haben wir im ganzen IP nicht gekämpft. So. Die Zahnräder hier zum Laufen kriegen. Hier kann man so, glaube ich, nicht hoch. Aber so. Mhm.
Aua. Gut, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Rohre verbinden. Ernsthaft? Okay, hier muss auf jeden Fall zum Geradeaus. So ein Geradeaus wie das hier. Dann das einmal so. Rein. So. Lass mich raten, das hier ist das andere. Das ist das andere. Dann ist da noch ein Grades. Ich hatte gerade die Befürchtung, dass ich das hier wieder irgendwo auf irgendeine andere Seite schleppen muss. Das ist aber zum Glück nicht so. Hier ist schon mal fertig. Wo muss ich jetzt lang? Da auf die Seite rüber. Das einmal betätigen. Funktionieren die Dinger? Ebenso der Blasebalg. Hier funktioniert das Gas. Okay. Zwei Dinge, die ich schon mal zum Lauf gekriegt habe. Hi. So. Ich noch mal kurz. Kann hier glaube ich auch nicht weiter machen.
Okay. Muss er hier jetzt irgendwo mal... Okay, nein. Ich muss tatsächlich so durchkommen. Kann ja lustig werden. Hey! Wie gesagt, ihr habt eben gesehen, dass ich da so... Ich komme da aber so nicht durch. Nicht durch. Nee. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist leicht problematisch. Gut, ich werde mal ganz kurz was nachgucken. In der Hoffnung. Ich gucke selten vor irgendwelchen Sachen nach. In diesem Fall. Wüsste ich das schon gerne. Was ich hier falsch mache. Denn eigentlich... War hier alles richtig. Eigentlich nicht, aber... Kann auch sein, dass ich einfach an einem falschen Ort bin. Dass ich irgendwo hoch muss. Was ich eher glaube. Irgendwo hoch muss, was ich übersehen habe. Wie gesagt, das ist halt das Dämliche, wo ich jedes Mal dranhänge. Ich habe hier so oft Probleme mit gehabt. Muss ich eben hier irgendwo hoch. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube...
Ja. Assi. Oh, Mann, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich bin oben. Ich bin oben. So, und das ganz ohne Hilfe. Ich hätte nicht gedacht. Aber nicht, ne? Dann konnte ich mich so gar nicht mehr erinnern. Aua. Es ist halt sehr lange her, dass ich das hier zum letzten 100% mal gemacht habe. Perfekt. Ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt auch. Ja. Da müssen wir jetzt rüber. So. Hallo, Rasi. So. Komm, gib mir deine Seele. Dann Arme hier rein. Das wird ein sehr, sehr langer Part. Hi. So, und hier ist jetzt die nächste Glyphe. Und das Interessante an dieser Glyphe... dass man sie in dieser Welt quasi kriegt. Glaube ich. Ja, man kriegt sie in dieser Welt. Man muss halt warten, bis sich hier der Spalt öffnet. Damit haben wir die Sonnenlichtglyphe. Und ja, wir haben 48, das heißt, wir haben wirklich alle Mana-Steine.
wir müssen jetzt nicht ernsthaft warten. Doch, müssen wir. Na, ganz toll. Na gut, dann kann ich erstmal kurz hier speichern. So, und jetzt fehlt uns nur noch eine Glyphe. Wie gesagt, dafür müssen wir kurz noch einmal in See von Sklangebiet. Die wird aber, glaube ich, wenn ich mich richtig anstelle, nicht ganz so lange dauern. Ich habe diese Glyphe aber, glaube ich, noch nie mit so wenig Hin- und Hergerände geschafft. Und ja. Ach, ja, wir gucken einfach mal. Kann ja nicht schlimm werden. Ah, herrlich. Ich will nicht mehr. Also, ich liebe dieses Spiel, aber ich will wirklich keine Secrets mehr machen. Das Schlimmste ist, uns fehlt noch der eine Teleporter. Oh, hallo. Dadurch, dass ich immer wieder... Bleibt ihr? Ich hätte aber vielleicht was gegen den tun sollen, ich weiß. Ich kann euch einmal die Sonnenlichtglyphe zeigen. Ich finde sie ziemlich unspektakulär. Vor allem, weil sie eigentlich das gleiche tut wie die andere Glyphe, nur mit Sonnenlicht. Und dass sie halt mehr kostet. Das ist der einzige Unterschied zwischen den beiden. Ich würde hier gerne einmal runter. Ich weiß nicht, muss ich hier rein? Ja. Hier geht's einmal zu dem Teleporter. Für den Leuchtturm. So, durch den hier werden wir auch einmal kurz durchgehen. Das ist eine minimale Abkürzung. Ob es jetzt so viel spart, ist die andere Sache. Aber naja. Wir sind zumindest da, wo ich hin will. Schön, dass ihr mich noch weiterhin anbetet. Also ich glaube, wenn ich das dann irgendwann im Stream mache, werde ich das alles schön geordnet machen, von Klanggebiet zu Klanggebiet. Nicht so ein heilloses Durcheinander. Aber ich glaube, wenn ich das nächste Mal spiele, weiß ich definitiv noch, wo was ist. Muss nicht so lange rumsuchen. Umrätseln. Jetzt immer wieder keine Seen zugange. Doch da. Komm. Komm, Seele, 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 Seele. Komm, Seele, 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 Seele. Schon. Ja, danke. Okay, Rasi freut sich darüber. Licht da oben hat es auch erwischt. Hallo. Danke.
Ist halt so ein netter Instant Kill. Ich höre sie klackern. Ah. Darüber? Nein! Nein! Dieser panische Moment. So. Ey. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich glaube, ich habe sie beide gekriegt. Schlimm wäre es, wenn jetzt einer oben sitzen würde. Mano. Oh, das ist echt nervig. Dann gehen wir diesen Weg wieder. Was habe ich einfach keine Geduld? Oh Gott. Oh Gott. So. Geschafft. Puh. 37 Minuten schon. Nee, das kann ja lustig werden beim Schneiden. Ich glaube, ich muss keine großartig viel schneiden. So. Hier muss ich mal nicht lang. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Stärchen. Schön, dass du wartest. So. Und jetzt müssten wir, glaube ich, gleich in einen größeren Raum kommen. Ne, erstmal müssen wir in die spektrale Ebene. Aber da ist der große Raum. Nichtsdestotrotz ist er da. Och, das Ding. Ja, das Ding brauchen wir. Da müssen wir hoch. Hm.
Das hat super geklappt. 1A. Hoch. Ich weiß nicht, wie ich ihn da wieder runterkriegen soll, aber er ist oben. Ah, da ist er. Wer hat denn da oben getroffen? So. Das Witzige hieran ist jetzt, wir müssen hoffen. Gut, es hat geklirrt. Da es geklirrt hat, gehe ich mal von aus, dass es geklappt hat. Jetzt kommen wir hier wieder. Den Hochgenuss. Dieses Weltenwechsels. Da liegt der Spiegel. Rüber. Ich weiß nicht, warum das eben nicht funktioniert hat. Spiegel. Und jetzt macht's einfach mal Rums. Damit haben wir jetzt eine wunderbare Soundglyphe. Eine Glyphe, die ich auch selten benutzt habe bisher. Und wir haben 52 Glyphenenergie. Ich glaube, mehr geht nicht. Und ja, ich würde sagen, ich speichere hier einfach mal. Wie gesagt, ich denke mal, dass ich jetzt wirklich alle habe, weil von mehr Geheimnissen weiß ich nicht. Ja. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich was vergessen habe. Ich meine nicht. Ja. Wir sehen uns dann einfach hier beim nächsten Mal wieder, wenn wir Richtung Kane gehen. Und ja, mal gucken, was uns dann noch so Geheimnis erwartet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.